Gleich ist es keine Katze. Keine Katze. Jetzt auch gleich schubst, ihr seid aber mies. Alter, ich höre hier die ganze Zeit eine Spinne. Ja, unterirdisch, in der Höhle, oder? Wir haben doch unten drunter die Pilzfarm, die ist doch zu und dunkel. Ah, Pilzfarm. Da rennen lauter Anilon. Bitte! Achtung! Oh! Fuck, Creeper. Okay, ja. Also in der Pilzfarm ist die Hölle los. Ich würde die jetzt nicht aufmachen. Schön Mob-Spawner gebaut, oder? Nein, eigentlich nur eine Pilzfarm von Neko. Also das ist natürlich wieder so professionell gebaut, dass er auch jedes Monster spawnt. Hä? Der Creeper ist nicht da. Da ist er. Ah, schieb mich doch da nicht hin. Klappe zu, hoch jetzt, arbeiten. Oh, da sind ja mehr als einer drin. Oh, spreng jetzt mal nicht das Ding weg. Na gut, weil du es bist. Kann man meine Karte da drin locken? What's next? Zwei gehen rein, einer kommt raus. Kam noch Holz bei. Liegt sie auf dem Weg. Sandro, ist den ganzen Kies, den wir hier unter uns haben, kann man alles ab. Die linken zwei Reihen kann man abbauen. Also die hier und die hier. Auf der kompletten Länge. Der war aber so wertvoll. Nein. Hab ich so schön gelegt. Oh ne, du kannst alle drei Reihen abbauen, sehe ich gerade. Nö, kannst du nicht. Doch, kann er. Kann er? Oh, ja. Du kannst alle drei Reihen abbauen. Feld- und Wegarbeiten. Hat jemand eine Schaufel für mich? Du bist ja, gleich hier. Kaputt. Hab Dank. Wie großzügig, jetzt zeig ich aber keine mehr. Tja, du willst doch nur faulenzen. Nein, ich hole mir jetzt eine neue. Ein Holz. Aber wie habe ich dann vorhin das Inventar vom Hund öffnen können? Also in der letzten Aufnahme. Obwohl der so weit weg war. Kann ich es jetzt noch aufmachen? Ja. Komisch. So viele Pflastersteine im Inventar. Mann, ey. Gib die mir auf den Sack. Tja, meine sind weg. Meine sind die ganze Woche arbeiten, außer heute, weil heute Karfreitag ist. Genau, heute nehmen wir auf. Tja. Nächste Woche rein. Keine ganze Woche Zeit. Ganze Woche. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt Sonntag und Montag wieder einen Upload-Marathon machen. Weil ich habe jetzt bis Part 18 und öffentlich ist, glaube ich, bis Part 8, sprich 10 Parts und so viel, wie wir heute noch aufnehmen. Das ist. Ich hoffe, ich bekomme das sogar alles hin. In der Zeit. Kies! Kies! Hier, dreimal Kies! Bop, bop, bop. Ein Traum. Hab's gut gemacht, ich weiß. Ich ernte mal das Feld ab, weil ich schon so... Eigentlich können wir das einmal komplett fluten, das geht glaube ich schneller. Aber mehr noch nicht reifer als reife, oder? Guck dir das mal an. Nö, das ist schon fast alles gewachsen. Die paar Sachen, die da noch fehlen. Unser Problem ist, es wird alles ins Meer gespült. Haben wir überhaupt Dings? Ja, dann baut man da halt einmal? Zumindest mal für die Zeit einen Damm hin. Damm. Damm, 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 damm. Nee, ich mach mal schnell Mr. Zwei, Sandman. Damm, damm, brauchen, damm, damm, damm. Brauchen wir die großen Saplings, also von dem Großbaum, von dem. Ja, verbrennen sollst du die nicht. Nee, aber aufsammeln. Ja, schon aufsammeln. Da jetzt liegen lassen. Ein Schwein. Nee, doch nicht. Schweini. Hubbula. Schweini? So, da fließt dann kein Wasser mehr durch. Da auch nicht, da auch nicht, da. Kann der Gravelier vorne an der Ecke eigentlich weg? Ja. Der kann komplett weg. Und da verlängern wir dann den Zaun? Den okay. Zaun tun wir aber vom
von hier, von da wo ich jetzt gerade hüpfe, zieh mal 1-2 weg oder so, dass da noch ein bisschen Wiese ist. So ein kleiner Puffer. Ist er dann groß genug, das Gehege? Puffer? Hat Puffer gesagt. Lass mir das Feld noch kurz wachsen, wir haben ja genug Brot. So, und jetzt nehmen wir 20 Minuten auf, deswegen... Was, schon? Ja, ja, schau auf die Uhr, wir haben um 15 Uhr angefangen, jetzt ist 22. Laut iPhone sogar schon 24. Nehmen wir genau 24 Minuten, sprich, das ist jetzt Part 19. Gut, dann gehe ich jetzt mal kurz Aufnahme ausmachen, ich komme so in 10 Minuten wieder. Und bis gleich. Was ist denn rum? So, neue Aufnahme. Der ist rumgegangen, geh weg! Neue Aufnahme. Bleib auch. Da. Wartet, ich muss näher! Oh, stark, du stark. So. Und in dem Moment hat's bei mir geleckt. Ah, IMAX, wir haben gerade Creeper-Angriff gehabt. Mhm. Angriff der Super-Creeper. IMAX, ich habe eine Idee, ist mir auch gerade noch eingefallen. Ja. Wir werden ja, wie gesagt, also hier ist ja jetzt so eine Art Kreuzung, könnte man sagen. Wenn man hier in die Richtung dann den Eingang von der Hütte, wo ich gerade erzählt habe, ne? Der muss ja auch schon hier sein, so hier. Ja, das sehen wir ja dann. Wir machen ja hier dann den, gleich, wenn du wieder aufnimmst. Ja, ich nehme schon wieder auf. Ich bin schon wieder mitten dabei. Ah, du musst ja doch sagen. Ja, habe ich gesagt, aber mein Mikrofon war noch gemutet. Ja, also da hast du es nicht gesagt. Ja, doch schon, aber ich habe es nur nicht gehört. So, schreibt mal bitte in die Comments, hat er es gesagt oder nicht? Ich weiß gar nicht, ob Fraps zeichnet es auf. Ach ja, toll, toll, super, ja, jetzt sind sie der wieder. Der Server hat mich übrigens disconnected, Sunny, weil ich gespammt habe. Oh, jetzt bin ich wieder da. Oh. Und hier gegenüber, wo ich jetzt hüpfe, hier. Ja, da. Machen wir eine kleine, eine ganz kleine Hütte mit 4 Kisten und 2 Öfen. Da habe ich schon eine Idee, wie wir das machen. Das ist ein total kleines Ding, wo einfach nur das ganze Zeug für die Viecher ist, weißt du? Jo. Futter für die Viecher und Viecher für die Viecher und Wolle für die Viecher. Ein Zoohäuschen. Ja, ja, Wolle würde ich da nicht rein tun, das würde ich dann schon ins Lagerhaus bauen. Natürlich nicht Wolle. Ich meine alles, was zum Versorgen ist. Zäune, Ersatzzäune und keine Ahnung. Hau mich blau hier halt, ne? Ui. Okay, komm her. Ja. Go. Du hast gesagt, ich sehe blau. Sunny, okay. Ja. Warte, ich guck mal, ob es schon noch draußen ist oder ob es wieder drin ist. Oh mein Gott. Noch drin. Komm, haut mich. Ja, genau. Nee, ich hab noch Godmode. Warte, mach ich gleich mal raus. Ach, boah. Caps Lock. Gott an Gott. Ey, weg da. Die Kuh! Was? Kuh? Die Kuh? Die Kuh ist auf den Feldern rumgesprungen. Hier ist noch eine Kuh auf den Feldern! Ach, wir wollten ja die Felder, genau. Hier ist noch eine Kuh. Oh, unser Feld! Ja, die ist runtergefallen. Wen interessiert das? So, ich hab mal alles gemeuchelt, was hier rumgeflohen ist. Was machst denn du jetzt? Ich ernte gleich das Feld und ich möchte. Nein! Achso, ihr macht doch. Ich mach die Kühe platt hier. Zack. So endet man Felder, indem man erstmal eine Dirt-Turm zieht? Ja, weil sonst wird das ganze Zeug ins Meer gespült. Ah. Meer. Siehst du die reißende, das reißende Meer? Ja. Echt gefährlich. Naja, der unser Tümpel hier. Ist garantiert schon. IMAX Creeper. Ach da. Das ist wieder unser Super Creeper, der. Alter, wir sollten unbedingt mal die Ecken da ausleuchten. Weil in jeder Aufnahme siehst du die Tiere rumtanzen. Ach schade, ich will das eigentlich noch gar nicht ernten, wenn es noch nicht fertig ist. Ich scheiß drauf weg. Mach alles platt und mach das ganze Feld platt, das ist dort nicht so toll. Ja. Wir setzen das Feld woanders hin. Jetzt haben wir ja erstmal genügend. Oh, wir haben ja auch das kleine Feld gegenüber haben wir noch. Mach das komplett platt. Ach fu, weil hier überall Wasser ist, fließt das nicht. Boah, das geht schneller, wenn ich jetzt hier mit der Hand durchgehe. Ja, das hätte ich dir vorher sagen können, aber naja. Ist halt nicht so, ne? Boah. Und jetzt mach ich mal auf intelligente YouTube-Let's Player, die richtig gut im Farmen sind, wie sie abbauen. YouTube-Let's Player? Okay. Der gibt dann so viele und das ist einfach so schlimm. Sunny? Warten. Fuck! Fuck! Creeper! Ah, geh weg!
Hey, ja. Wo ist er, wo ist er? Wir haben einen Zombie in unserem Gehege. Ja. Ach man, oh Onkel, das war zu leise, dass mir sagen müssen, wo du bist. Weil du weißt, ich unterleg ja jetzt in den ganzen Minecraft-Videos die Creeper-Explosion mit einem Geräusch. Das ist immer so schön, dass ich mich immer so gut freue und dann, ah, cool. Merkst du dann im Part 18. Bahnhof? What the fuck, boom. Mehr sag ich nicht. Oh. Also fällt nicht nachpflanzen. Wollen wir denn schon irgendwie versuchen, die Tiere halbwegs zu sortieren? Ja, das zweite Gehege dafür muss noch gemacht werden. Das aber muss das noch nicht eins. Abgeschlossen. Ja, das dahinter kann man schon machen. Ich hätte gesagt, hier vorne Kühe und dahinter die Schweine. Und hier, das wird ja dann größer. Obwohl, guten Tag. Was bräuchte man? Eigentlich bräuchte man Kühe am meisten, oder? Das, die machen gut Fleisch. Ja, dann würde ich sagen, hier vorne Schafe und hier hinten Schweine. Und hier drüben, wo dann größer ist, machen wir dann die Kühe rüber. Machen müssen ja immer nur zwei überleben, wa? Ah, Essen. Nein, SMS. Was gibt's Leckeres? SMS, nicht Essen. SMS esse ich nicht. hier, wir haben hier eine etwas größere Baumkrone. Meinst du, da müsste Kohle Wie gut! Ist ja geil. Ja, Onkel, würde ich mal sagen, viel Spaß. Nein, wenn du Dirt drunter setzt und wieder den untersten abbaust, müsste es verschwinden, glaube ich. Jetzt kommt der Hackbeat. Oh, fail. Los, Schwein, geh rein da. Ah, du machst das schon. Ja, ja, bin schon oben. Nein! Ah. Boah, boah. Ich komm gleich wieder zu euch hoch. Lasst mich das noch machen. Dein Hund ist nicht hier. Onkel, was willst du dann unten hin machen, Ops, statt im Feld? Da könnte man, das sehen wir dann noch. Die Hütte unten hätte ich ja dann irgendwann mal abgerissen, würde ich sagen. Ne? Die brauchen wir dann nicht mehr. Ja, super. Und ich baue das Lagerhaus genau unter der. Unter der Hütte? Echt? Ja. Unter der Hütte hast du ein Lager? Wo ist denn hier oben eine Tür? Kommen Sie raus, das ist ein Hintereingang bei dem Häuschen. LOL, ich würde nicht um die Ecke gehen. Nein, Onkel, das sind Creeper. Andererseits, für was habe ich denn das Audio? Oh, du doofe Kuh. Geht doch. Sehr schön. So, damit der Effekt besser wird, du brauchst hier oben. Ja gut, okay, du hast hier so gut wie noch gar nichts gebaut. Das reiß mal wieder ab. Oh. Ja, ich, nee, lass es halt mal noch. Ich weiß noch nicht, was wir hier unten machen könnten. Das können wir uns dann noch überlegen, ne? Ich mute mal das iPhone. Das Ups, geht. Ich hab gerade eine Kuh in Kuh rüberzogen. Da fällt mir auf, das ist gar nicht fertig. Okay, oder? Boom, sie ist weg. Oh, verdammt. Moment. Toll, ich hab noch Sonne dabei. Ich habe auch noch Sonne dabei. Ich bleib jetzt hier stehen. Ja, mit der Kuh. Mit der Else. Wo sollen, das ist die Urkuh, die Super-Urkuh. Wie groß soll das Gehege werden? Lass mal kurz gucken, ich würde sagen, bis hier, wo ich bin. Gehen Sie da weg, gehen Sie da weg. Halt, was machst du? Zaun. Willst du so hochsetzen? Also ich finde das nicht schlimm, wenn es einfach ins Gelände ist und nicht so unhügelig. Ja gut, wir können es ja erstmal so machen. Wer weiß, was wir später mal hier hinten bauen. Da können wir ja dann später immer noch wieder umbauen. Aber das ist eine gute Idee, dann lass uns das einfach so hochbauen. Das ist natürlicher. Oh, natürlicher hat er gesagt. Ich brauche eine Schaufel. Kannst meine haben. Dann hast du aber wieder keine. Aber die ist doch gleich kaputt, oder? Hier ist doch noch eine. Danke. Oh, da ist noch eine. Jetzt habe ich zwei Schaufeln. Ja. Dankeschön. Kannst du mir eine wieder abgeben. Nein, das war deine Schaufel. Die gebe ich dir nicht wieder. Esst doch nicht die wertvollen Äpfel, wir haben Mut. Wertvoll. Äpfel. Verraten, dass die nicht wertvoll sind. Wir brauchen Gartentore. Ja, genau, Sunny. Drei Stück, wa? Sunny, weißt du noch, wie die gehen? Was, wie was ging? Hast du in der ersten Aufnahme hast du Gartenzäune gemacht? Zwei habe ich. So.
Ja, ihn wüsste ich nicht mehr. Machst du wieder so ein komischer Sicherungstrakt? Ja, ja, ja. Ganz gut. Ja, das brauchst du eigentlich nur bei Hühnern. Ja, ist ja egal. Nein! Schwein! Kuh! Tier! Lebewesen! So, hätte ich gesagt, machen wir das mit zwei Abstand zwischendrin. Oder? Ey, ihr müsst wieder hier rumstehen, ihr, oder was? Hier, komm, hier, Else, weg! Ich hab schon erfolgreich eine zweite Kuh geholt. Wo ist das Garten? Nein, du hast aufgemacht, Ibex, sie werden alle kommen, sie werden dich raschen! Wie gut, weil mir gibt's so Vollgas. So, wo habt ihr? Ibex. Sunrise. Mach mal Tür zu. Jetzt kannst du wieder so, aufmachen. So, und jetzt können wir alle anderen Kühe töten. Aber warum? Ja, weil... Nein. Schnitzel? Schau, sie rennt schon weg. Beine kann man auch töten. Wir haben 8 und 2. Nein, wir töten sie nicht, wir lassen sie despawnen, okay? Das ist nicht so gewaltvoll. Gewaltvoll. Gewaltverherrlichend. Aber das ist doch nicht mal halb so lustig. Komm, schau einfach so despawn, hier despawn, despawn. Die loggen sich alle aus, die sterben nicht. Schweinchen auch töten? Zeichensprache. Ocelot! Oh! Ich hab den rausgeprügelt. Oh, du Monster. Nein, IMAX. Nein, ich hab keine Hemmung. Lol, warum sind die FPS gerade so niedrig? IMAX, du hast doch bestimmt Stroh, oder? Wenn du nicht im Inventar hast, hast du bestimmt einen Kopf. Gib mal her, Stroh. Ja, danke. Er hat bestimmt auch eine Maske. Oh ja. Ah. Ja, ist doch schön, jetzt haben wir echt alles geschafft, zusammenzubekommen. Ja, also nur auseinander. Guck mal, IMAX, die machen jetzt Liebe. Toll. Kannst dir mal was abschauen. Boah. Der war mies. Ah, vielleicht hast du dann auch Herzchen über den Kopf. IMAX. Sunrise. Ich hab bei Elite PvP jemand gefragt, ob er bei uns mitmachen darf. Boah. So. LOL! Was ist das für einer? Der Schaf gerade den Kopf gehalten hat. Weiß ich nicht. Der Schaf hat gerade den Kopf im Boni steckt. So tief in mir. Jetzt sag, verrückt. Könntest du vielleicht das Weed aus der Hand nehmen? Weil wenn die Tiere immer am Rand stehen, dann gehen sie in die Mitte. Was? Wenn die Tiere am Rand. Die Tiere sollen in die Mitte und ich am Rand stehen. Die Tiere am Rand stehen, gehen sie in die Mitte. Ja. Nein, ich hab echt nichts getrunken. Wahrscheinlich deinen Apfelsaft. Ja, ich sollte mal wieder was trinken, gell?